Wie er mit 21 Jahren aussah, wissen wir dank eines polizeilichen Steckbriefes. Der Student trug blondes Haar und einen blonden Bart. Seine Gesichtsfarbe war frisch, die Stirn sehr gewölbt. Unter dem Stichwort besondere Kennzeichen hielt der Merkzettel noch fest: kurzsichtig. Als der ermittelnde Richter, das war der Hofgerichtsrat Konrad Georgi, den Studenten der Medizin Georg Büchner verhörte, fand er diesen Umstand besonders erheiternd. Visionär, aber kurzsichtig, das gefällt mir, soll er wiederholt gerufen haben. Gerichtsrat Georgi war ein besonders gefürchteter Jurist, bekannt als Trinker und als Folterer. Der Autor unserer heutigen Sendung verehrte zu sehr der 1813 geborene Georg Büchner und nimmt in der Geschichte der deutschen Literatur einen ganz besonderen Platz ein. Und zwar, weil sein Stern so recht zu strahlen erst begann, als er bereits ein halbes Jahrhundert tot war. Drei berühmte Theaterstücke knüpfen sich an seinen Namen: Dantons Tod, Wojciech und Lyons und Lena. Keines dieser Dramen, letzteres ist ein bitteres Lustspiel, keines dieser Dramen wurde zu seinen Lebzeiten aufgeführt. Die aufrührende Novelle Lenz erschien zwar kurz vor seinem Tod, doch auch hier behaupten manche Forscher, es handele sich um ein noch nicht vollständiges Manuskript. Doch seit Anfang des 20. Jahrhunderts gelten der Name Büchner und sein Werk als Chiffren für den rebellierenden, den radikalen deutschen Dichter schlechthin. Einer der bedeutendsten deutschen Literaturpreise trägt bekanntlich seinen Namen. Zum besseren Verständnis der Nervosität, der Hektik, die Büchners Leben kennzeichneten, hilft, meine Damen und Herren, wenn wir einen kurzen Blick in die Geschichtsbücher werfen. An dem Tag, als Büchner auf die Welt kommt, am 17. Oktober 1813, tobt in Leipzig die Völkerschlacht, also jenes gewaltige Gefecht, das 150.000 Männer das Leben kostet und in dem die Truppen Napoleons, der Allianz zwischen Österreich, Preußen, Russland und Schweden, unterlagen. An diesem Tag brach das napoleonische Imperium zusammen. Ihr geschlagener Kaiser musste seine Truppen auf das westliche Ufer des Rheins zurückziehen. Nominell wurden die von Frankreich in Deutschland besetzten Gebiete wieder frei. Doch für die Bevölkerung sah die Lage anders aus. Denn die französische Herrschaft hatte ein in vieler Hinsicht, salopp gesagt, liberaleres Regime geführt als die Duodez-Fürsten, die zuvor ihre Zepter geschwungen hatten. Es gab daher eine ganze Menge Sympathie für Napoleon. Georg Büchners Vater zum Beispiel, der Chirurg und Geburtshelfer Ernst Karl Büchner, hatte früher selbst bei einem französischen Regiment gearbeitet. Er schätzte den Korsen, was übrigens seinem Sohn anfangs nicht sehr behagte. Die nächsten wichtigen Daten lagen im September und im Oktober 1819 in Karlsbad. Tagte eine mehr oder weniger geheime Konferenz, auf der beschlossen wurde, der sich gerade formierenden nationalen und liberalen Bewegung gerade an den deutschen Universitäten entschlossen entgegenzutreten. Diese Beschlüsse, im September gefasst, wurden im Oktober dem Frankfurter Bundestag vorgelegt und sie wurden auch dort beschlossen. Ihre wichtigsten Punkte galten dem Ende der Meinungsfreiheit sowie der Überwachung der Universitäten. Die deutschen Fürsten fürchteten mit zunehmender Panik ein Ende ihrer Souveränität. Die Lösung hieß Kleinstaaterei und rücksichtslose Gedankenpolizei. Und noch ein letztes Datum, wenn Sie mit mir Geduld haben, meine Damen und Herren, 1830, die Julirevolution in Frankreich, der erfolgreiche Protest, zunächst ausgelöst von Handwerkern, Arbeitern und Studenten, dann vom Bürgertum mitgetragen, gegen die Pläne des Königs, dem französischen Parlament seine Rechte zu nehmen. Dieser König wurde verjagt, der Versuch der Restauration war gescheitert. Das setzte ein bedenkliches Signal für weite Teile Europas. Ein Signal für alle Seiten. Selbstredend
In Deutschland fühlten sich viele Studenten, Bürger, Handwerker, Literaten bemüßigt, dem französischen Beispiel zu folgen, gründeten mehr oder weniger geheime Zirkel, verfassten und druckten Flugschriften, redeten sich mit Herr Bürger, mit Citoyen an. Und gleichzeitig fühlte sich die überwiegende Mehrzahl der deutschen Fürsten bemüßigt, wie man so sagt, klare Kante zu zeigen, mit allen Mitteln der Zensur, der Polizeiorgane, der Gesinnungsschnüffelei, die drohende Gefahr des Aufruhrs bereits im Keim zu ersticken. Zusammenbruch des napoleonischen Imperiums, Herrschaft eines neuen, durch die Bank unaufgeklärten Absolutismus, Furcht vor dem Jakobinertum, also dem Sozialismus, und bürgerliche Revolution in Frankreich, das sind die groben politischen Koordinaten, in die wir dieses kurze Leben des Georg Büchner einordnen müssen. Schon in seiner Gymnasialzeit zeigt er sich als ein scheinbar unersättlicher Leser, der sich unter den griechischen und den deutschen Klassikern, den deutschen Romantikern, den großen englischen Dramatikern so behende bewegte, als handelt es sich um seine Schulkameraden. Seine Verehrung, seine schwärmerische Verehrung, so lässt sich das aus seiner Abitursrede ablesen, galt dabei den großen patriotischen Republikanern, den selbstlosen Helden der Geschichte, die ihr Leben für die Freiheit einsetzten. Aber damit unterschied sich der junge Mann nicht sonderlich von seinen Altersgenossen. Wir haben es ja bereits gesagt, es gärte fast überall in Deutschland. Als Studienfach wählte Büchner aber die Medizin. Im November 1831 zog er nach Straßburg. Das hatte, wie der Vater zu bedenken gab, wissenschaftliche Vorteile. Die Medizinische Akademie in Straßburg genoss einen beachtlichen Ruf. Das erlaubte ihm aber auch, an Diskussionen teilzunehmen, die in dieser Freiheit oder, wenn Sie so wollen, in dieser Heftigkeit auf deutschem Boden nicht mehr geführt werden konnten. Büchner war ein sehr gewissenhafter Student, doch das ließ ihm genug Neugier auf die politischen und die sozialen Veränderungen, die er in Straßburg mitverfolgen konnte. Es ließ ihm, nicht völlig nebenbei gesagt, auch noch Zeit, sich zu verlieben und heimlich zu verloben. Aber lassen Sie mich, verehrte Zuhörer, jetzt nur eine kleine Szene aus dem politischen Leben wiedergeben. Im Dezember 1831 wird Büchner Zeuge, wie eine Abordnung gescheiterter polnischer Freiheitskämpfer in Straßburg festlich als Helden der Freiheit gegen die Unterdrückung gefeiert werden. Das Volk jubelt auf der Straße, Büchner mittendrin. Und dann schreibt er darüber einen Brief an die Eltern, in dem er sich schon wieder vorsichtig spöttelnd von seinen Emotionen distanziert, das auch leicht schaumschlägerische dieser Inszenierung andeutet. Wie er schreibt, all diese zerknüllten Taschentücher in zarten Damenhändchen. Hier hat, wie ein kluger Beobachter schrieb, in diesem Brief hat der Georg Büchner gezeigt, dass seine Lektüre von Heinrich Heine nicht ganz folgenlos war. Es ging natürlich um mehr als nur Inszenierung. In Straßburg scheint Büchner zum ersten Mal nachhaltig erkannt zu haben, dass die Befreiung des Bürgertums, höflich gesagt, nicht unbedingt zu auch höherer sozialer Gerechtigkeit führt. Der einfache Ersatz einer Adelsaristokratie durch eine Geldaristokratie bringt, wie Büchner es später in einer Flugschrift ausdrücken würde, bringt den Hütten keinen Frieden. Büchner beschäftigte sich jetzt immer intensiver mit der Französischen Revolution. Sie wird ihn zu einem Art historischen, fast wissenschaftlichen Modell des Aufschlusses über die Rolle der Gewalt, der notwendigen, der legitimen, doch auch der terroristischen Gewalt liefert. Er verfasst dazu 1834 in offenbar weniger als 5 Monaten das Revolutionsdrama Dantons Tod. Schwer zu entscheiden, welche Partei, wenn überhaupt, Büchner in dem Stück ergreift. Als Dichter erscheint er mehr als Beobachter, denn als Agitator. In seinem politischen Leben hat er sich dagegen nicht für die Rolle des Beobachters, sondern für die des Teilnehmers entschieden. Er bewegt sich in geheimen sozialrevolutionären Zirkeln wie der Gesellschaft der Menschenrechte. Auch in praktischen Vorbereitungen zur Befreiung von politischen Gefangenen soll er sich beteiligt haben. Und
Er verfasste eine fulminante Flugschrift den hessischen Landboten, in der er den Palästen den Krieg erklärt. Damit, wir haben gerade davon gesprochen, damit also in den Hütten der Friede einkehre. Die Schrift wird von zwei vorsichtigen oder hasenherzigen Editoren zwar noch etwas abgemildert, doch auch die mildere Fassung lässt sich das Großherzogtum Hessen nicht bieten. Büchner wird vorgeladen, erscheint nicht, wird zur Fahndung ausgeschrieben. In der Presse erscheint jener Steckbrief, aus dem ich eingangs zitiert habe. Der Dichter versteckt sich derweil in Straßburg. Sein Leben hat an Hektik womöglich noch zugenommen. Er arbeitet an seiner Doktorarbeit, die nun nicht einmal entfernt etwas mit Revolution zu tun hat. Es geht um die Nervenleitungen von Fischen. Und neben seiner akademischen Tätigkeit übersetzt er Dramen aus dem Französischen. Von irgendwas muss man ja leben. Dazwischen schreibt er Lenz, eine Novelle über eine wahre Begebenheit, nämlich über einen politischen Flüchtling, der 50 Jahre vor Büchner in Straßburg gelandet war, seelisch krank oder, wie Büchner sagt, aus der Welt gefallen. Ganz zu Ende geführt hat er auch diese Novelle nicht. Vielleicht lebte er zu schnell, um Dinge zu Ende führen zu können. Wohl mehr aus Geldnot beteiligt sich Büchner 1836 an einem Wettbewerb für Lustspiele. Verfasste Leonce und Lena eine Satire, eher ein gnadenloses Marionettenstück auf das Leben der Fürsten von Gottes Gnaden. Wieder schrieb er sehr schnell, doch diesmal nicht schnell genug. Er verpasste den Einsendeschluss um 2 Tage. Das Manuskript wurde ungeöffnet, zurückgesandt, uraufgeführt wurde das Stück erst 1895, fast 60 Jahre nach seinem Tod. Büchner starb an den Folgen einer Infektion, die er sich beim Sezieren zugezogen hatte. Sein letztes Stück, Woyzeck, wurde dagegen erst 1913, vor knapp 100 Jahren, im Münchner Prinzregententheater uraufgeführt. Kein geringerer als Hugo von Hofmannsthal hatte die Intendanz immer wieder zur Produktion dieses Werkes gedrängt. Dieses Stück ist wohl der reinste Ausdruck all der Bedrängungen, all der Qualen, Verhängnisse, die Büchner stellvertretend für alle Opfer zum Ausdruck brachte. Am ergreifendsten erleben wir es daher vielleicht in der Opernfassung von Alban Berg. Angeregt hatten ihn für das Stück forensische Berichte über Taten aus Leidenschaft und ihre juristischen sowie ihre medizinischen Implikationen. In Leipzig war 1824 ein Johann Christian Woyzeck hingerichtet worden, ein Mann von zweifelhafter Schuldfähigkeit, der seine Geliebte erstochen hatte. Dieser Täter lieferte den Namen, ein anderer wegen Mord verurteilte einige Details für das bis zuletzt noch sehr fragmentarische Stück. Ganz schnell die Geschichte. Woyzeck, ein einfacher Soldat, dient seinem Hauptmann als Bursche. Sein Sold ist erbärmlich, also sucht er ein Zubrot, das ihm ein Arzt verschafft, der ihn für ein medizinisches Experiment missbraucht. Beide, Hauptmann und Arzt, gefallen sich darin, den Soldaten zu schikanieren und zu demütigen. Sie wissen, Woyzeck braucht das Geld zum Unterhalt für seine geliebte Marie und ihr gemeinsames uneheliches Kind. Er ist ihnen also ausgeliefert. Marie bändelt mit einem Tambourmajor an, der sie zum Tanz ins Wirtshaus führt. Dort wird sie von Woyzeck beobachtet. Diese weitere Qual ist zu viel für ihn. Er ersticht Marie im Wald an einem See. Literaturhistoriker haben darauf hingewiesen, dass hier zum ersten Mal ein Pauper, ein Ausgebeuteter, im Mittelpunkt des Geschehens steht. Das ist genauso richtig wie die Beobachtung, dass Büchner hier fast brutal nur mit der Umgangssprache arbeitet. Alles roh im Stoff, auch noch roh belässt. Ob das Werk, so wie es heute aufgeführt wird, dabei ganz den Intentionen seines Autors entspricht, scheint mir aber übrigens nebensächlich. Ich vertraue hier voll der Kunst der Philologen. Mich rührt auch wenig, wer dieses Werk wann politisch für sich, für sein Anliegen reklamiert hat. Entscheidend ist es, um es mit Lenz zu sagen, entscheidend ist, wie es unsere Gefühlsadern erweitert und verengt, wie es mit der Hand an den Himmel reicht.